So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich wollte jetzt eigentlich mit einer Hauptmission weitermachen. Machen wir auch. Bevor wir das tun, würde ich sagen, fliegen wir aber nochmal kurz zur Motherbase zurück. Zum einen, um zu gucken, ob sich da irgendwas Neues tut an Zwischensequenzen und so weiter. Und zum anderen, weil wir unbedingt mal duschen müssen. So, dann fliegen wir mal dahin. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We diamond dogs. And now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings. Give you no tactical advantage whatsoever. There was some fancy shooting. Pretty good. Ja, es war so eine kleine Anspielung auf den dritten Teil, wo er auch versucht hat, mit einer halbautomatischen Waffe irgendwie Revolvertechniken zu machen. Und dann ist ja auch seine Waffe blockiert gewesen. Und hier, Big Boss hat es ihm gezeigt oder hat ihm gesagt, dass es am besten mit einem Revolver geht. Ja, und da sieht man's, wie die sich ergänzen. Ja, und das hier sind diese Ziele, von denen ich im letzten Part mal gesprochen habe, wenn man diese Ziele oben macht. Die stehen jetzt hier nur halt für diese Zwischensequenz. Später sind die wieder weg. Aber die tauchen halt auf, wenn man diese Nebenmission macht. So, ansonsten gibt es ja eigentlich nichts zu tun. Ich gehe mich nur mal kurz duschen, damit wir das ganze Blut hier mal loswerden von den letzten Missionen. So. Geht auch ganz schnell. Der weltschnellste Duscher ist das, glaube ich, ey. Zack, fertig. Bitte, alles wieder sauber. Wir sind wieder frisch. Und wir können auch mal einen Blick auf unsere andere... Die war, glaube ich, hier, ne? Auf unsere andere Anlage werfen. Wir fahren da jetzt nicht hin, aber wir können sie mal angucken. Seht ihr da hinten? Da. Das war vorher noch nicht da, eine ellenlange Brücke und da hinten ist die andere Anlage. So, okay, dann war es das eigentlich schon. Hat sich ja gelohnt. Dann rufen wir jetzt schnell den Heli wieder zurück. Zum Glück braucht er hier nicht so lang. Wäre auch noch lustiger, aber hier sind wir ja auf der Motherbase. So, und dann starten wir auch direkt die nächste Hauptmission. So, wenn der Hubschrauber mal landen würde, der braucht trotzdem lang. Meine Güte. Wo ist er denn? Da. Vielleicht sollten wir den Piloten mehr ersetzen. Ne, ich guck gleich mal im iDroid, ob wir schon neue ein Upgrade erforschen können für den Heli, weil das wird, glaube ich, mal nötig, damit der nicht mehr so lang braucht. Aber gut. Gucken wir gleich mal. Ja, da sieht man es auch nochmal schön. Unser Motherbase wird langsam. Und die ganzen, ich glaube, die ganzen Anlagen kann man bis zu 4-mal upgraden. Das heißt, selbst die Kommandoplattform. Die ist zum Beispiel bei meinem Spiel schon komplett. Dafür aber alle anderen noch nicht. Aber gut. So. Okay. Dann gucken wir nochmal schnell nach. Entwicklung. Hubschrauber. Seht ihr, da gibt es doch schon was. Naja, seht ihr, da ist schon Stufe 2. Kürzere Entsendungszeit. Kostet 60.000. Und wir haben 191.000. Ja, komm. Machen wir. Ne? So, seht ihr? Aber der ist noch nicht ausgerüstet. Ja, wie geht denn das nochmal? Das war doch irgendwie... Nee, so war es nicht. Anpassen. Hubschrauber. Genau, so war's.
So. Zack. Wir können dann dem auch noch so ein paar Sachen machen, aber wir haben leider noch nichts. Aber wir können ihm auch eine andere Farbe geben und ein anderes Muster. Ich habe ihm immer das hier gegeben, weil ich finde, das sieht irgendwie am stylischsten aus. Und ich glaube, so lassen wir es auch. So. Dann sieht er wenigstens anders aus und braucht nicht mehr so ewig, bis er zu uns kommt. Okay, also nächste Hauptmission, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Roter Stab. Drei Kommandanten wichtiger sowjetischer Einheiten halten ein eilig anberaumtes Treffen im Dorf Vialo ab. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um alle gleichzeitig zu eliminieren. Ja, das hört sich ja toll an. This contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between three Soviet commanders running key units in the region. The location is Vialo Village. This information comes from a mole planted within the Soviet's Arab support organization. The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the three pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Ja, das heißt wohl, dass wir die auch rekrutieren können. Aber wir werden mal gucken. So, wir nehmen es einfach mal an. Landen hier und dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. So, ich glaube, Ausrüstung und so weiter steht soweit. Dann machen wir einfach mal. The three Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. Jo, und wie ihr seht, es ist etwas dunkel, weil ich habe diesmal aktuelle Zeit genommen. Und ich dachte halt immer, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, oder? Ich dachte halt immer zuerst, das wäre wirklich die aktuelle Zeit. Weil die PlayStation 4 hat ja auch eine eingebaute Uhr. Und so, aber nee, es ist die Zeit, die gerade im Spiel ist. Und es war eben 14 Uhr, als wir die Mission begonnen haben und durch das... Oh, das wollte ich gar nicht. Durch das Fliegen vergeht natürlich auch noch einige Zeit und deswegen... Ne? Erklärt sich, glaube ich, von selbst. So. Okay, warte, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Aha, die haben hier so eine Route. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die finden. Ich reite erstmal zu dem Punkt da hinten. Wäre vielleicht erstmal ein Anfang. Dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Okay. Ups. Manchmal spackt das Pferd ein bisschen rum, wenn es irgendwie versucht, um einen Stein zu springen. Aber das kennt man ja. Oh, an die Mission habe ich tatsächlich überhaupt keine Erinnerung mehr. Weswegen ich da so ein bisschen aufgeschmissen bin, muss ich gerade sagen. Na gut, wenn es sich ein bisschen in die Länge zieht, ist ja okay. Kann man nichts machen, ne? Okay, gucken wir mal. Ich sehe aber auch keine Gegner oder so. Ach so, falls ihr das im Hintergrund vielleicht so ein bisschen poltern hört und rumpeln, das liegt daran, dass die vor unserer Tür mal wieder Bauarbeiten machen. Die reißen da irgendwie gerade die ganze Straße auf. Deswegen vibriert ab und zu auch mal hier der Boden. Ah, da hinten haben wir eine Wache. Oh, Wachen sogar. Dann könnte ich vielleicht versuchen, einen davon auszuquetschen, um vielleicht ein paar Infos herauszubekommen, die uns vielleicht helfen werden, diese Typen zu finden. Ich höre Musik. Irgendwo ist wieder eine Kassette versteckt. Ja, toll. Der Typ steht nur wieder scheiße. Ich will den mal wieder ablenken, aber wir wissen ja, wie das letzte Mal verlaufen ist. Okay, das hat er, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Mann, ist der taub, ey.
Jetzt hat er es gehört. Geht doch. Er geht jetzt zwar wieder ein Stück auf mich zu. Ich hoffe aber, dass er gleich dann wieder umdreht. Dann kann ich ihn mir nämlich von hinten packen. Wenn das so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Genau so wollte ich das eigentlich. Der hört mich jetzt zwar, pass auf, zack. Aber wenn man ihn dann schnell greift, dann klappt das schon. Toll. Ey. Da ist er. Toll. Wieso werde ich eigentlich immer entdeckt? Was zur... Oh, was zur verdammte Scheiße. Oh Mann, ey. Das war wieder eigene Dummheit, ey. Oh, so ein Mist. Oh, ich die falsche Taste gedrückt habe. Das gibt's doch nicht. Ach nee, ey. Oh Mann. Das war wieder so eigene Dummheit, ey. Oh, das passiert mir immer. Oh Gott, ey. Das war mal wieder so dumm von mir. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nee, ey. So, das war einer von denen. Und das auch nur im Effekt. So ein Scheiß, ne? Oh, fuck you, ey. Oh, das ärgert mich jetzt wieder. Dass ich mir immer durch so eigene Dummheiten immer die ganzen Missionen versau. Das ist so zum Kotzen. So. Ach, ist das ein Mist, ey. Oh, nervt mich das jetzt gerade. Das glaubt ihr nicht. Okay, da ist der nächste. Müssen wir es halt so auf so eine blöde Art und Weise machen. Ja, was soll ich halt machen, ne? So, wo ist jetzt der letzte? Da unten? Ah, anscheinend. Wenn ich jetzt richtig interpretiert habe hier. Ja komm, Pferd, dann hole ich mir ab. Oh, ist das wieder ein Mist, ey. Tut mir leid. Sowas nervt mich aber immer, ey. Weil ich eine falsche Taste gedrückt habe. Anstatt R2 habe ich R1 gedrückt. Und habe den Typen dann aus Versehen losgelassen. Dann ging's ab, ey. Oh, so ein Mist. Okay, gucken wir mal hier nach. Hier irgendjemand finde. Okay, scheint ein normaler Typ zu sein. Wer da drin ist? Gott, wo kommen die jetzt alle her, ey? Ich gucke einfach mal, ob ich es irgendwie hinkriege. Vielleicht schleiche ich mich auch nochmal außen rum. Vielleicht kann ich dann mal einen wieder erpressen, ohne dass ich ihn versehentlich wieder loslasse und der mir dann sagt, wo sich der Typ aufhält. Also irgendwie in letzter Zeit läuft es wirklich nicht gut mit den Missionen hier. Dass das scheiße laufen wird, habe ich mir schon vor dem Let's Play gedacht, aber dass das manchmal so scheiße läuft, durch so dumme Fehler. Der da oben nervt mich. Gut, der pennt ja gleich vielleicht. Guck mal, da versteckt sich noch einer dahinter. Analysis complete. Ich hoffe, der Typ da oben kippt jetzt gleich mal um.
Er ist umgekippt. Ah ja, da ist er. Sehr gut. Okay. Der sitzt tatsächlich anscheinend da in dem Haus. Oder hinter der Wand? Ich weiß es nicht. Nee, anscheinend im Haus. Okay. Gucken, ob ich ihn davon da irgendwie erreichen kann. Aber das Haus hat keine Fenster auf der anderen Seite. Das Dumme. Hm, vielleicht kann ich ihn hier rauslocken. Okay. Da kommt noch einer. Wo kommt der jetzt wieder her? Der Typ kommt jetzt auch gleich. Vielleicht kann ich den mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Erwischt. Okay, wie sieht es mit dem aus? Ja. Eine Fähigkeit von ihm weiß man nicht so genau. Steht hier. Und der... ist auch nicht der Beste, aber okay. Nimm mal einfach mit. Naja, dafür, dass keine Spur vom Feind ist, sind die aber gefährlich nah da hinten. Development project has been added. Mission complete. Great work. Naja. Und wieder S-Rang. Ach, ihr habt doch einen Schaden. Da ist doch kein S-Rang wert. Aber egal. Wenn ihr meint. Ocelot got the details of the meeting out of that commander. It seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan. Sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. Ist das nicht immer so? Naja. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death. So I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's mother base menu. Das ist aber nett. Und wieder eine neue Abteilung. Side ops list updated. We're not on a mission. Use that free time wisely. Surveying enemy outposts, for example. Or gathering manpower and resources. Of course, even you need some downtime every now and then. Whatever you do, it's all another step on the road to our goal. Das mag vielleicht sogar sein. Okay, gucken wir mal kurz. Er hat ja gesagt, er hat eine Basiseinrichtung. Ja, seht ihr, er hat sich schon angefangen zu bauen. Und eine Entwicklungsplattform. Die habe ich aber nicht eingestellt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind sie am Bauen. Ich würde sagen, wir holen uns noch schnell den Heli. Irgendwo hier in die Nähe. Und dann werde ich den Part auch beenden. Der ist jetzt ein bisschen länger geworden. Vielleicht habe ich auch geschnitten, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und ja, ist aber auch mal wieder nicht so reibungslos verlaufen, wie ich es mir erhofft habe. Aber wann tut's das schon mal? So, Pferd, dreh um. Okay. Wir reiten jetzt erstmal zum Heli hin. Ich hoffe, der braucht jetzt auch tatsächlich nicht mehr so lange. Wir haben ihn ja schon einmal geupgradet.
Hier ist auf jeden Fall der Abholpunkt. Oh, ich höre ihn schon. Anscheinend hat das was gebracht, das Upgraden. Wo ist er denn? Ah, da. Ja, und da hat er auch die neue Lackierung. Sieht man jetzt nicht so gut in der Nacht, aber ja, man kann es, glaube ich, grob erkennen. So, danke fürs Mitnehmen. Los geht's. Los geht's. Dankeschön. Und schön fährt. Bis später. So. Hätten wir das auch geschafft. Gott sei Dank. Naja. Okidoki, da sind wir wieder zurück in unserer Luftkommandozentrale und das ist auch ein guter Punkt, um den Part zu beenden, würde ich sagen. Ja, und im nächsten Teil machen wir dann vielleicht wieder eine Nebenmission und dann später wieder eine Hauptmission. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und ja, bis dahin würde ich sagen, war's das und bis dann. Ciao.